Ich darf nun Herrn Kulturstadtrat Andreas Meilert-Pokorny zu mir auf die Bühne bitten und vor allem auch, lieber Kurt Riedl, bitte zu uns auf die Bühne. Jetzt wird's ernst. Er ist nämlich einer der besten, der begnadetsten Wiener Liedinterpreten, die es überhaupt gibt. Und für die Pflege dieses Genres, für die Pflege des Wiener Liedes, gebührt ihm fürwahr auch diese Auszeichnung des Landes Wien, die ich ihm nun mit großer Freude, mit großem Stolz und jedenfalls auch mit der Hoffnung, dass er möglichst oft hier in Wien singen möge. Und das sollte auch ein bisschen die Motivation sein für diese Auszeichnung. Alles, alles Gute und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Danke, Herr Schlimmer. Danke sehr. Eine große Auszeichnung, die ich mit großer Freude tragen werde. Danke fürs Kommen. Besonders meiner Lehrerin, die heute unter uns ist mit 103 Jahren. Als dass ein großer Opernstar in diesem Gesamtkunstwerk gefeiert wird. Ich beneide ihn um die Liebe dieser Frau. Was sie getan hat in der Vorbereitung dieses Buches, was sie getan hat in der Vorbereitung dieses Abends, das ist etwas, das wirklich den Begriff Lebensmensch rechtfertigt. So teuer war wie zwei Landhäuser oder das Jahresgehalt des höchsten Hofbeamten, kurzum etwa über 1 Million Schilling umgerechnet, und darum heißt sie die Millionärsschnecke. Und ein solches Exemplar möchte ich jetzt unserem Geburtstagskind und Ordensträger überreichen, als Erinnerung an diesen Tag im Naturhistorischen Museum. Es könnte durchaus vorstellen, dass man statt den Orden, was ich mir das fast noch trage. So schön ist das. Ist das nicht was Wunderbares?